Kaum ein anderer Wrestler hat die Wrestling-Welt so aufgemischt wie Mark William Calloway, aka Undertaker. Seit nunmehr fast 30 Jahren steigt der Deadman für WWE in den Ring. Zeit für einen Rücktritt? Nicht für den Undertaker. Dabei würden ihm viele Fans den Ruhestand mehr als gönnen. Sein Körper scheint abgenutzt, seine Moves eher unechter als zuvor. Mit 54 Jahren erreicht auch der Deadman so langsam seinen Zenit und seine Karriere neigt sich wohl bald dem Ende zu. Aus gegebenem Anlass hier 10 Gründe, warum der Undertaker für immer eine Legende bleiben wird. 10. Sein unverwechselbarer Einzug. Die Halle bebt, das Licht verdunkelt sich und ein Gong wie eine Kirchenglocke ertönt. Alle Fans fallen in Ekstase und der Gegner in Schockstarre, denn das kann nur eines bedeuten. Der Undertaker kommt. Wenn der Gong erklingt und sich die Halle in blaues Licht tunkt, gefriert jedem Fan das Blut in den Adern. Die Musik, die von Jim Johnston komponiert wurde, untermalt diesen epischen Moment perfekt. Es wirkt schon wie ein Heldenepos. Erzählt die Musik schon an sich die Geschichte vom Fall und Wiederaufstieg eines Helden. Kein anderer Entrance hätte so perfekt die Karriere des Undertakers beschreiben können. Über die Jahre hat sich der Taker Legendenstatus erarbeitet und seine Musik ist eine Lobeshymne an den vielleicht größten Wrestler der WWE-Geschichte. Gleichzeitig ist dieser Song auch ein Trauermarsch für all die Seelen seiner Gegner, die der Undertaker über die Jahre eingesammelt hat. Für mich mit Abstand der beste Einzug des Wrestlings, den ich jemals gesehen habe, den ich jemals sehen werde. Ich war live in der Halle WrestleMania 34 und das mitzubekommen, das war anders. Der Taker kommt raus und versprüht eine Aura, die ganze Arena füllt. Ich habe noch nie sowas erlebt, das ist einfach unfassbar. Dieser Mann hat so eine krasse Aura. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Wrestler so krass was ausstrahlt für mich. Er haut ihn einfach weg. 9. Sein mysteriöser Charakter. Der eiskalte, brutale Totengräber, der schnell und leise seine Opfer unter die Erde bringt. Dieses Bild hatten wir jahrelang vom Deadman. Auf Social Media nicht aktiv, in der Öffentlichkeit immer mit seinem damaligen Manager Paul Bearer und in Mantel und Hut gehüllt unterwegs. Den Mensch hinter dem Undertaker konnte man damals nicht mal erahnen. Das macht seine Persönlichkeit noch furchteinflößender und unberechenbarer. Ein geschickter Schachzug von der WWE, denn ohne seinen mysteriösen Charakter wäre der Undertaker wahrscheinlich nie so groß geworden. Mit einer kleinen Unterbrechung durch seinen American Badass Charakter 2004 zog er sein Gimmick des Deadman durch die Jahre und war damit einer der Eckpfeiler gleich mehrerer WWE-Äras. 8. Der Mann hinter der Kamera. Vor der Kamera ist er der Schrecken seiner Ringkollegen, doch hinter den Kulissen wird er geschätzt und respektiert wie kaum ein zweiter. Als Vollzeitwrestler war er der unumstrittene Lockerroom-Leader und stand vielen Wrestlern als persönlicher Ratgeber zur Seite. Auch heute hat er noch viele Freunde im Business und wird von seinen Kollegen gern gesehen. Trotz seiner 54 Jahre gibt der Taker im Ring alles und begeistert die Fans, da kann man sein Alter schon mal vergessen. 7. Seine Kaltschnäuzigkeit im Ring. Er ist der Totengräber, ein Monster, ein eiskalter Vollstrecker und genau so sind auch seine Moves im Ring perfekt auf seinen Charakter abgestimmt. Ob der Tombstone Piledriver, der Chokeslam
oder die Snake Eyes. Wenn der Undertaker zu einem seiner Moves ansetzt, stockt den Fans der Atem und beinahe bekommen sie Mitleid mit dem Gegner, der nach einer saftigen Behandlung durch den Taker nur noch selten steht. Doch danach brechen die Anhänger meistens in frenetischen Jubel aus. 6. Sein Micwork. Rest in Peace. Kaum ein Wrestler schafft es, die ganze wilde Horde Wrestling-Fans in der Crowd mit nur drei Worten zum Schweigen zu bringen. Die ganze Halle ist still, wenn der Deadman das Totengebet für seine Gegner spricht. Solche Momente sorgen bei jedem Wrestling-Fan einfach für Gänsehaut. Promos, wie sie nur der Undertaker mal für mal im Ring bringt, von mystischem Licht und absoluter Stille umhüllt, werden Wrestling-Fans für immer im Gedächtnis behalten. 5. Seine WrestleMania-Siegesserie, die Streak. 21:0, das war der Rekord für seine Siegesserie auf der allergrößten Bühne, WrestleMania. Nicht nur die Matches an sich waren interessant, sondern auch die große Frage, wird er seine Streak verteidigen? Bei vielen großen Namen gelang es dem Undertaker, am Ende den Sieg einzufahren, Yokozuna, Triple H oder auch Mr. WrestleMania, Shawn Michaels versuchten die Streak zu brechen, doch sie alle zogen am Ende den kürzeren und fielen dem Undertaker zum Opfer. Bis eines Tages ein gewisser Brock Lesnar die Streak brach, war diese Story längst zum Mythos geworden. 4. Die Storyline rund um seinen Bruder Kane. Im Jahr 1997 war der Undertaker gerade richtig in Fahrt gekommen und stand kurz davor, die Spitze der damaligen WWF anzupeilen und dahin aufzusteigen, als plötzlich sein totgeglaubter Storyline-Halbbruder Kane auftauchte und den Taker beschuldigte, den familiären Wohnsitz angezündet und Kanes Gesicht völlig entstellt zu haben. Eine brutale Fehde begann mit Inferno-Matches, wilden Brawls und sogar einem Buried-Alive-Match. Bis heute ist diese Story noch nicht ganz abgeschlossen. Die Brüder nahmen ihr Fädenprogramm über die Jahre immer wieder auf. Dazwischen arbeiteten sie auch hin und wieder als Brothers of Destruction zusammen und zerstörten ihre Gegner. Die Beziehung zwischen Taker und Kane wird immer eine ganz besondere bleiben. 3. Seine Unberechenbarkeit. Nicht oft ist der Undertaker im WWE-TV zu sehen, aber wenn, schlägt er ein wie eine Bombe. Niemand, der ein Event der WWE besucht, kann sich zu 100% sicher sein, ob er den Undertaker an diesem Abend zu Gesicht bekommen wird oder nicht. Außer es ist WrestleMania-Wochenende natürlich. Wenn sich der Undertaker zeigt, ist die Hölle los. Die Auftritte des Takers gewinnen wegen ihrer zunehmenden Rarität an Qualität und grenzen nach mittlerweile 30 Jahren Karriere an ein Wunder. Der Taker hat eine künstliche Hüfte, auf einigen privaten Bildern sieht man, dass er tatsächlich auch graues Haar hat, aber er bleibt dieser unbeschreibliche, mystische Charakter bei seinen Auftritten. 2. Seine Filme. Ja, man glaubt es kaum, aber es ist wahr. Ähnlich wie John Cena oder Dave Bautista hat es auch der Undertaker als WWE-Star ins Fernsehen geschafft. Und nicht nur ins TV, sondern auch in Filme. Ob als Hutch in Ritter aus dem All oder die Synchronisation von sich selbst, er überzeugte in allen Rollen und konnte uns seine witzige Seite präsentieren. Der Taker schaffte zwar nie den großen Durchbruch als Schauspieler, doch seine Filme sind ein Geheimtipp und ein Leckerbissen für alle WWE-Fans, die den Undertaker auf etwas andere Art und Weise erleben wollen. 1. Seine Treue zur WWE. Eine unglaubliche Zahl. Bereits 30 Jahre, seit 30 Jahren steht der Undertaker im Wrestling-Ring. Noch unglaublicher, diese ganzen 30 Jahre sah man ihn nur im WWE-Ring. Gerade heute, in der Zeit der zunehmenden Unzufriedenheit der Superstars in der WWE, bekommt die Treue des Undertakers eine besondere Bedeutung. Nie würde er seinem Freund Vince McMahon schaden wollen und ohne seine Zustimmung die Company verlassen, so der Undertaker in einem Podcast des Wrestling Observer Radios aus dem letzten Jahr. Nur wenige Auseinandersetzungen hatte der Taker mit der WWE, so zum Beispiel eine Debatte über den Ausgang seines Matches mit Shane McMahon bei WrestleMania. Größere Zoffs blieben aus und die Liebe blieb bestehen. Der Undertaker war schon immer einer der Eckpfeiler der WWE. Heute muss er etwas kürzer treten. Seine Gesundheit lässt keine hochklassigen Matches mehr zu, doch aus Liebe zum Wrestling macht er weiter. Zu dieser Einstellung kann man nur sagen, Chapeau, Undertaker.
Dankeschön, dass ihr hier bei diesem Video dabei wart. Ich habe 3 Tipps für euch. Abonniert gerne den Spotfight Wrestling News Kanal, den Spotfight Podcast Kanal, Projekte, bei denen ich mitwirke. Und wenn euch dieser Content gefällt, dann klickt gerne mal auf die Kanalmitgliedschaft. Da findet ihr mehr Content, exklusiven Content hier auf diesem Kanal. Danke euch und bis spätestens zum nächsten Mal.